Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Battlefield 1 Angezockt aus der Open Beta. So, wir sind jetzt diesmal auf der anderen Seite, wir sind bei den Briten. Ich bin gespannt. Ganz genau. Auf der Seite habe ich noch gar nicht gespielt, aber die Waffe scheint hier genau dieselbe zu sein, wie die ich vorher bei den Türken hatte in der letzten Runde. Das ist gut. Mit der habe ich mich schon so ein bisschen eingeschossen. Spielst du wieder Assault, oder? Ich bin wieder Assault, ja. Ich werde aber mal gucken. Medic werde ich mir definitiv auch mal noch anschauen wollen und auch den Scharfschützen. Das sind ja immer so die drei Klassen, Scharfschütze ist sehr stark. Die mich immer so interessieren. Ich muss sagen, früher habe ich nur Scharfschütze gespielt. Mittlerweile bin ich wirklich dann eher der Sturmsoldat. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie macht es mir mittlerweile mehr Spaß. Aber ich werde auf jeden Fall den Scharfschützen auch nochmal antesten. Bis man erstmal da ist. Ja, also ich bin immer noch unschlüssig, ob ich den Medic eben mit den Karabinerwaffen spiele oder ob ich den Assault auch spiele oder den Ingenieur. Der Ingenieur hat diese schweren Maschinengewehre. Mhm. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen den Ton leiser machen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass du leiser bist als vorher. Okay. So, ich habe jetzt einfach das Ganze mal 30% runtergestellt. 30%? Oh! Da stellt man mal gerade den Ton runter und dann wird mir über den Haufen geschossen. Ich glaube das ja nicht hier. Okay, red mal ein bisschen. 30%. Ich komme nicht ins Spiel rein, so kann ich den Ton nicht testen. Jetzt kann ich hinterher joinen. Okay, red mal weiter. 30%. Hier, Kadi, nimm das Medikit. Ich brauche gerade keins. Ich muss gerade nochmal den Ton. Ich stelle lieber noch ein kleines bisschen runter. Vorsichtshalber. Oh, Leute. Jetzt mach doch. Geh aus dem Feuer raus. Ich brenne. Ich werde. Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, über dir wäre ein Feind, aber ist nicht. Wir sind überall Feinde. Das ist nicht gut. Ich bin fast tot. Fabi, Medikit, ich komm hinter dir. Komm hinter dir her. Dankeschön. Das ist ein Medikit, das ist eine Tasche. Ja, dann nehmen sie halt mich. Oh, da ist ein Panzer und da kommen Gegner und. Sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Panzer ist ungesund. Ja, der Panzer ist gerade blöd. Das musst du dich drum kümmern. Er ist genau gegenüber. Ja. Das war jetzt gerade... Meine Panzergranate ist nicht gut geflogen, aber ich habe einen Gegner platt gemacht. Immerhin etwas. Also ich habe den Gasgranate mal auf ihn geschmissen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass... Die kommt besser. Oh, die kam gut. Oh, die kam sehr gut. Ich glaube, der Panzer ist gerade ausgeräuchert. Ah, ich hätte es nicht machen müssen. Der war nämlich schon leer. Der ist rausgegangen, weil ich habe gemerkt, die Gasgranate, glaube ich, die zieht den Panzer raus. Da kommt einer hier unten hoch. Glaube ich. Der ist gerade nämlich im Nachbarhaus gewesen. Okay. Ich glaube, ich gehe mal wirklich auf Ingenieur. Da kann man sehr schön die Häuser verminen. Ich bin tot unten. Von wo denn? Der war genau gegenüber. Bleib dort stehen, kann ich bin sofort da. Der kommt gerade von links. Ich hock mich hier mal hin, dann bin ich so ein bisschen kleiner. Bin ein bisschen mehr in Deckung. Und ich komme. Und da. Ich hab'n. Mal gucken, was der Ingenieur nämlich machen kann. Fabi? Achtung, Gegner! Achtung, Fabi, hinter uns. Dicke Party. Ich muss hier mal eben kurz weg. Ich hab nicht mehr so viel Leben. Hab ihn. Sehr gut. Gegenüber von unserem Dach. Scheiße. Scharfschütze. Ah, shit. Ich spawne wieder bei dir. Ich hab mit dem Ingenieur nämlich die Munitionspacks. Jetzt spawn schon. So, und das nächste Mal nehme ich, glaube ich, mal. Gehe ich dann mal auf den Scharfschütze, wenn ich nochmal sterbe. Guck, neben dir, der kann dir nicht in der Ladung. Fabi, ich kann gerade.
Wow. Shit. Ah. Der hat mich von links erschossen. Ich dachte, er wäre vielleicht von vorne gekommen. Warte mal, wen nehme ich denn jetzt hier? Nö, ich nehme jetzt mal den Scharfschützen. Ich probiere das jetzt mal aus. Ich komme mal wieder zu dir und dann hocke ich mich mal ins Haus. Wow. Ach man, ich habe ihn gerade gesehen. Ich war zu langsam. Gegenüber von uns eine ganze Menge gewesen. Ja, ja, den habe ich auch gerade gesehen. Aber er hat mich zuerst gesehen. Das war ungünstig. Ach, shit. Shit. Nehme ich das Auto mit? Nein, ich nehme nicht das Auto mit. Ah, Käse. Den hätte ich eigentlich erwischen müssen. Die Waffe ist ärgerlich. Lustig. Wen spielst du? Ich spiele gerade den Inji mit der zweiten Waffe. Okay. Das sieht aus, wie als hätte ich so ein riesiges Magazin seitlich drin. Der hat 30 Schuss zwar nur, aber schießt ganz gut. Also bisher gefällt ihm jetzt vom präzise Feuern her sehr gut. Oh, oh, man kriegt also Schaden, wenn man durch den Stacheldraht läuft. Okay. Aber nicht viel. Lass mich rein, lass mich rein. Ich will hier aufs Dach. Himmel, Donnerwetter nochmal. Was ist denn hier gerade los? Und wo schießt der denn? Ich finde, dass das TNT-Kit macht nicht genug Schaden, dass man sitzen kann. Da laufen die Leute durch und kriegen, glaube ich, 80 Schaden, kriegen sie insgesamt, aber... Ha! Hab ihn! So. Shit! Shit, das habe ich nicht mitbekommen. Oh, ich habe zwei immerhin, habe ich erwischt. Ah, komm schon. Mist. Mist. Aber ich glaube, der hat sich selber auch in die Luft gejagt. Ach, verdammt. Ich will gerne mal die Waffe testen, aber ich bin die ganze Zeit jetzt gerade, wenn ich spawne, bin ich direkt tot. Gerade beim Kugelhagel hier spawne. Ja, das ist ungünstig. Ich habe gerade, glaube ich, dasselbe Problem. Kommt da schon wieder irgendwas runter? Hm, ich versuche mich mal hier oben aufs Haus drauf zu hocken. Shit, ich bin nicht so gut da drin auf. So, den habe ich. Als Sniper irgendwie auf nahe Distanz schießen zu müssen. Ich hab dich auf jeden Fall einen Aufgang. Dein Aufgang ist extrem gesichert. Da liegen vier Minen auf der Klappe. Ah, ja. Ich bin von der anderen Seite erschossen worden, weil ich schlecht gezielt habe. Ah, Mann. Ah, komm schon. So, ich spawn wieder bei dir. Also ich muss sagen, der Scharfschütze spielt sich aber auch nicht schlecht. Sehr präzise, das Gewehr. Nee, das ist ein Verbündeter. Beim Haus gegenüber sind ein paar. Okay. Shit, und irgendwo von hinter uns. Ich hab's nicht mehr geschafft. Hinter uns kam einer her. Der wird jetzt wahrscheinlich auch aufs Dach drauf kommen. Ja, der kommt aufs Dach rauf. Hä, wie ist der ins Haus gekommen? Ich weiß es nicht. Da lagen drei TNT-Ladungen. We have lost objective Duff. Oh, das ist echt hier... Ich glaube, hier liegt mir definitiv der Assault mehr. Ja,
Es ist halt ein sehr enger Häuserkampf in dem Bereich, wo wir jetzt gerade hier stehen. Ja. Ach, ich hab's gesehen, wo er reingekommen ist. Da hinten war noch. Die Rückwand war aufgeschossen. Oh, wie gut, dass ich das geübt habe, mit der Pistole zu schießen auf dem Only Pistol Server in Battlefield 4. Das hat mir gerade echt in den Arsch gerettet. Mein Popöchen. Oh shit, jetzt hätte ich da hinten einmal. Oh. Achtung, es kommt bei dir einer rein. Wie kam der denn da hoch? Ach, der ist übers Dach gekommen, glaube ich. Oh, shit. Shit, shit, shit. Von hinter mir kam auch einer. Ach, komm. Ah, nee, komm. Komm, ich glaube, ich gehe wieder auf den Assault. Das ist hier, glaube ich, besser für mich. So. Ja, den nehme ich wieder. Ich spawn wieder bei dir. Boah, so weit zu laufen. So, ich charge. Ich finde das so genial, wie der dabei schreit. Wow. Also ich bin mir echt nicht so ganz schlüssig, was ich nehme. Also ich finde, vom Kit her bin ich echt noch sehr unschlüssig. Okay. Oh, ich dachte gerade, das wären Gegner, aber es war ein Verbündeter. Glück gehabt. Ich bin, glaube ich, auch wirklich Fan vom Assault. Ja, er hat keine Munitionskisten oder sowas, aber es hat auch angewiesen, dass jemand anders das macht, ne? Da ist gerade einer ins Haus rein. Ja. We have lost objective Duff. Hab ihn. Sehr gut. Da muss ich ja noch daneben schießen, bis ich endlich mal treffe. Sehr guter Satz. Aha, oh, lass mich doch in Ruhe. Der schon wieder. Verflixt. Okay, warte, ich spawne bei dir. Und wer bist du das? Nein, das bist du nicht. Er hat ein HP noch gehabt. Ach, du bist tot. Warum liegen die denn hier hinten? Warum liegen denn unsere Leute hier hinten? Und bei dem Punkt ist doch überhaupt nichts. Warum legen die sich denn hier hinten hin und kommen nicht mal mit an die Front? Ich denke auch nicht. Ausruhen können wir später. Die liegen da hinten und tun nichts. Und ziehen die ganze Zeit nur blöd auf Punkt E, wo eh nichts passiert gerade. Habe ich mal noch eine andere Variante genommen bei dem. Boah, oh Gott. Shit. Ah, ich sehe den mal zu spät. Schon wieder der. Der hat auch noch ernsthaft noch 10 Leben über gehabt. Das ist doch nicht dein Ernst. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wo spawn ich denn jetzt noch? Ah, Mann. Immer weiter hinten. Wenn das so weitergeht, dann ist hier hinten vielleicht doch Party. Was habe ich eigentlich, wenn ich gecharged habe, danach von so einem komischen Gummiknüppel in der Hand? Was? Das sieht aus, als ob ich keine Ahnung, was in der Hand hätte. Die haben sehr, sehr viele so MG-Stellungen hier gerade. Oh. Ich würde gerne mal wissen, wie gut meine Rigotti Factory ist, aber... Oh, von wo denn? Jetzt geht doch in den Stein. Kann ich mich eigentlich auf Y? Ja, auf Y kann man sich auch wieder hinlegen. Gut. Ganz genau. Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, klar. Lacke. Das gibt's doch nicht. Ja, jetzt haben wir gleich alle Punkte verloren hier. Ach, komm schon. Wir stempeln das mal als Heimvorteil ab für die Türken.
Nein, da läuft einer. Da kann ich aber nicht hin, bis hierhin. Da ist ein Scharfschütze. Ha, den habe ich. Na, das Blöde ist hier gerade. Ich dachte echt ziemlich auf den Perspektiv, oder? Okay, ich habe zwei. We have taken objective Darth. Oh nein, lad nach, lad nach, lad schneller nach. Oh shit, versteck dich, versteck dich, versteck dich. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich bin gleich tot. Oh nein, jetzt sind wir von unten. Oh shit. Ah, 16 Leben, echt immer so knapp. Ach, komm schon. Okay. Das ist hier, glaube ich, ein ganz guter Spawn. Ich glaube, so eine Panzergranate runterwerfen. Oh man, wenn ich nur eine Granate Munition hätte oder so. Meine Güte, ist ja so gut hier unten. Also ich mache auf jeden Fall gerade dem Panzer da unten Schaden. Oh, ich habe keine Panzergranate mehr jetzt. Oh, ich häng fest. Ja, auch leider keine mehr. Ja, mit normalen Geschützen können wir da nicht wirklich was machen. Ja, was ist denn die Vierer-Munition? Bei dir? Ja, am Sniper. Ich habe irgendwie einen einzigen Schuss mit. Oh, ich habe einen Gegner erwischt. Oh, was zum Teufel? Ich habe mit der Munition gerade auf das Fahrzeug geschossen, das ist explodiert und alle darin sind gestorben. Ja, geht's jetzt? Nice. Will der Panzer hin? Was war denn das für eine Munition? Da hinten kommen wieder neue. Boah, wie krass, wie weit man hier hochklettern kann. Das ist der Sniper-Punkt überhaupt, wenn du hier hinten den Punkt umkämpfen musst. Oh, ich bin tot. Ich auch. Aber noch ein anderer Sniper drüben. Bin ich jetzt aber schön elegant runtergesegelt hier. komm mal da nochmal hoch. Spawnen. Stimmt. Ah, der Zug ist voll. Na, 5 Sitze hat er, ne? Ja, ich glaube schon. Weil das ist ja nämlich so, dass das verlierende Team den Zug bekommt. Ja. Da sind nochmal 5 Plätze drin. Der fährt dann über diese Schiene, die hier quer über die Map geht. Und hat richtig krasse Geschütze. Ja. Der Zug ist super gut. Nicht ganz gut, dass sie nochmal sowas drin haben wie Notfallhilfe dann. Ah, der war doch noch da. Ich wusste es, ey. Der lag auf dem Dach, der Gemeine. Was ist hier los? Ach, jetzt ist gerade einer gestorben von meiner deponierten Bombe, die ich vor 10 Jahren deponiert habe. Die Musik ist gerade so laut bei mir geworden. Ja, es ist jetzt auch epische letzten 30 Sekunden Musik. Ja, die epischen 30 letzten Sekunden übertönen dich. Oh, da fährt er zu. Oh, verloren, aber okay. Ja. So ist es nun mal. Mal verliert man und mal gewinnen die anderen. So, das war es schon mit der 2. Folge. Eine 3. wird noch kommen. Wie immer, schreibt doch einen Kommentar, wie es euch gefällt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. Ciao.